Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, wie gestern angekündigt, habe ich vor, heute das neue, große, alles verändernde Update mit euch anzuschauen. Heute früh waren die Server eine Zeit lang offline. Ich habe um 8 und um 9 mal reingeschaut. Ich glaube, da waren sie noch offline, aber relativ, ich glaube so gegen 9:30 oder so, dürften sie wieder online gegangen sein und natürlich mit dem neuen Update. So, ich habe mich bis jetzt noch nicht spoilern lassen. Ich habe mir verkniffen, heute in das Game zu gehen und habe aber vorhin mal kurz im Forum so die Kritiken und die Nachrichten, das Feedback zu dem Update durchgelesen und da war ziemlich viel Kritik am Start. Da waren einige Leute, die waren sehr mit der Kritik nicht am Sparen, also das war wirklich schon fast sehr beleidigend für Playata meiner Meinung nach, aber ab und zu gab es auch Leute, die ein bisschen Lob ausgeschüttet haben und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das neue Update hier aussehen wird. Das ist jetzt so die Hauptseite, wenn man auf s5.herozerogame.com geht oder auf jeden anderen Server und es fällt auf jeden Fall gleich erstmal auf, dass hier unten ein ziemlich großer weißer Bereich ist. Der war davor nicht da. Ich dachte, es ist ein Bug. Ich habe dann mit einem anderen Server, mit einem anderen Browser, wo ich Hero Zero nicht aufgemacht hatte, mal überprüft, aber da sieht es genauso aus. Das heißt, es kann nicht irgendwie an alten Spielrückständen von der alten Version oder so liegen, sondern es sieht wirklich so aus. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, woran das liegt und wie das dann in-game aussehen wird. Ich logge mich mal kurz ein, hier auf Server 5. Dann ist auch der komische Sound hier weg. Und ja, herzlich willkommen zur neuen Version von Hero Zero. Wir haben das Spiel für dich weiter verbessert. Klicke auf Lesen für eine Übersicht aller Änderungen. So, was fällt einem auf? Also erstmal, dass allgemein die Grafiken wurden überarbeitet. Es ist jetzt, macht jetzt nicht viel Sinn, jetzt hier auf jede Kleinigkeit einzugehen. Auf jeden Fall hier oben der Überschriftenhintergrund wurde verändert, die Schrift wurde ein wenig angepasst, die Buttons wurden verändert und so weiter. Ich würde jetzt mal nicht in den Changelog gehen, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern einfach mal, alter Schwede, wow. Also gleich erstmal vorneweg, der erste Eindruck, es sieht gut aus. Ich hätte es mir, ehrlich gesagt, nicht besser vorstellen können. So auf den ersten Blick erstmal gesehen. Jetzt wissen wir auch, wofür die Leiste hier unten da ist. Das ist für die Freundesliste. Aber die Freundesliste benutze ich halt nie. Deswegen machen wir die mal auf. Freundesliste anzeigen. Freundesliste. Ach so, das heißt, die Leiste hier unten bleibt immer da. Es ist nur sinnvoller, wenn man halt die Liste anmacht, weil dann sieht man da auch was. Ansonsten ist es halt weiß. Okay, deswegen, naja, tun wir hier mal kurz das Bild ändern und ein bisschen größer machen. So, so sieht die ganze Sache schon ein wenig besser aus und jetzt gehen wir mal ins Detail hier auf dieses Update ein, beziehungsweise halt auf das, was wir so Neues sehen. Also hier sind wir in der Heldenübersicht, das heißt, das ist mein Held, das ist mein Begleiter, die Kleidungsstücke, beziehungsweise mein Loadout, wurde ein wenig in einer Kreisform angeordnet. Davor war es starr, hier vier untereinander, hier vier untereinander. Jetzt ist es schon ein bisschen anders, indem es halt so ein wenig, ja, wie soll man sagen, kurvenartig angeordnet ist. Macht auf jeden Fall mehr her, es ist was Neues, sieht nicht so starr aus und sieht eigentlich schon, meiner Meinung nach, ganz okay aus. Dann machen wir hier oben weiter. Die Donuts haben ein neues Logo bekommen. Naja, ist halt ein Donut, ne? Was soll man da jetzt groß was schlecht dran finden? Bei den Münzen ist jetzt ein H. Und was ist daneben? Ich glaube, ein Joystick könnte das sein. Ist da jetzt eingraviert sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine nette Neuerung. Ich glaube, davor war es ganz normal nur eine Goldmünze. An der Schrift haben sie ein bisschen was geändert. Ich glaube, da ist mehr Schlagschatten dahinter. Und halt noch wie eine kleine Kontur um die ganzen Schriftzüge. Dann das Postfach-Icon sieht auch halt ein bisschen anders aus. Ist halt jetzt ein geschlossener Briefumschlag. Wenn man draufklickt, wird sich da auch nicht viel ändern. Hier hat sich auch jetzt nicht viel geändert. Okay, die Schrift sieht noch ein bisschen, beziehungsweise die, wie sagt man? Geschlechts,
Zeichen. Die sehen noch ein bisschen komisch aus. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was ändern, dass sie nicht so krass sich nicht so krass hervorheben. Aber ansonsten, allen helfen. Ja, hat sich hier nicht so viel verändert. Dann, eine große Neuerung war auch hier im Trailer zu sehen, nämlich die XP-Anzeige. Es hat mir davor schon ein wenig besser gefallen, als es so die Pfeilform hatte. Das hätte ich besser gefunden, wenn das so geblieben wäre. So ist es halt eine lineare Gerade, die halt einfach voll wird. Ne? Also das, was sie hier dann eher kurvig gemacht haben, sind sie hier von dem Pfeil abgegangen in so eine Gerade. Also im Endeffekt eigentlich, naja, muss man nicht verstehen, aber es ist jetzt so und es sieht nicht ultra schlecht aus. Also es ist okay, meiner Meinung nach. So, dann gibt es hier die Schließfächer. Auch gut gelöst, finde ich voll in Ordnung. Ja, man sieht halt schon, es wurde halt schon die komplette Grafiken überarbeitet. Und ich finde das nicht schlecht. Es sieht wirklich, verwerfen. Es sieht wirklich meiner Meinung nach echt schick aus. Missionen, die Heldennotrufe, ja, ist halt wie zuvor. Oh, hui, ich konnte was beenden. Nice. Ja, es sehen halt, okay, jetzt das XP-Zeichen, sieht es ein bisschen anders aus, wird wahrscheinlich bei den Missionen auch so sein, genau, XP, Münzen, aber das sieht halt, also ich finde das nicht schlecht, dass das jetzt so kleiner gemacht worden ist, also die Spielfigur im Endeffekt, beziehungsweise der Gegner hier ist ziemlich kleiner geworden, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach geordneter und es macht mehr her. Jetzt so auf den ersten Eindruck. Wie gesagt, es ist der erste Eindruck. Ich kann nichts genaueres sagen. Das haben die auch ein bisschen überarbeitet. Steht ein bisschen mehr Text, glaube ich, drin. Energiespeicher, nein, danke. Schnelles Reisen, da hat sich nichts verändert. Meine Heldentaten. Steinhart, 0 von 500 Zeronit gesammelt. Ach so, ja, das sind die neuen Heldentaten. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Das sind die neuen Heldentaten zu dem neuen Feature hier in Hero Zero, wozu wir später noch kommen werden. Deswegen lassen wir uns da jetzt nicht zu sehr spoilern. Ich mache mal eine Mission an hier. Ah, sieht. Also, ich weiß nicht, was sie haben. Ich habe so viel Kritik gelesen im Forum. Ich dachte schon, Alter, wie schlecht ist denn das? Aber ich finde das vollkommen okay. Also, ich finde, es sieht okay aus. Ich könnte sogar schon fast sagen, es sieht, ja, umwerfen vielleicht nicht, aber wirklich sehr schön aus. Das ist wirklich eine Verbesserung für das Spiel. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, hier sind wir im Second-Hand-Shop. Naja, hat sich auch nicht wirklich was verändert. Was will man hier machen? Beim Unterhand-Shop. Unter der Hand-Shop. Ja, da hat sich nicht wirklich was verändert. Dann Duelle und Liga. Ja. Sieht auch meiner Meinung nach aufgeräumter aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur der erste Eindruck oder so. Ich finde halt, die Online-Zeichen sind ein bisschen zu grün, wenn man das so sagen kann. Also es sticht zu sehr hervor, vor allem sind einfach alle online. Was ist denn hier los? Und wie gesagt, die Geschlechterzeichen sind jetzt auch nicht so mein Fall, aber das kann man ja noch anbessern. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Update, also sozusagen das erste Mal, dass das Update live ging. Und natürlich gibt es da noch Bugs, natürlich gibt es da noch Kleinigkeiten, die nicht jedem gefallen werden. Aber so all around ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr schön geworden. Hier der Kampf auch. Ja, das mit dem Begleiter, das hatte jemand schon angesprochen im Forum, dass da halt irgendwie noch ein Fehler ist, dass der Begleiter vom Gegner nicht angezeigt wird. Aber sonst, ja, was soll ich groß sagen? Ich bin wirklich begeistert. Ich find's toll. Im Forum gab's dann noch die Meldung, dass es halt ziemlich viel Fehler in der Handy-App geben soll. Das kann ich mit euch jetzt nicht durchgehen. Ich werde mir die morgen, wenn ich in der Schule bin, mal etwas genauer anschauen, weil die haben sie, glaube ich, auch komplett überarbeitet. Bin ich mal gespannt, ob die wirklich jetzt so scheiße ist, wie sie alle behaupten. Oh, das haben die auch neu gemacht. Das ist jetzt ein bisschen heller, ne? Sticht so voll heraus, so voll so weiß, beige, ähnlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, sieht nicht schlecht aus. So, Liga. Ja, ist im Endeffekt auch so geblieben. Ich glaube, der Banner hier, also diese Schärpe oder wie man das auch nennen mag, haben die neu gemacht. Also das war davor noch nicht dabei. Oh, ich habe ja einen Adrenalin-Booster. Ja, gleich erstmal ein paar Liga-Kämpfe hier machen, ne Leute? Und in Silberliga aufsteigen. Ach, so wünsche ich mir das.
Zack, oh, zack. Ja, also was mich jetzt ehrlich ein bisschen nervt an dem Update, ist halt die Freundesliste unten, dass man die nicht komplett abschalten kann. Also, dass man die schon ausblenden kann, aber das Problem halt ist, dass dann so ein weißer Strich halt ist und das sieht halt auch nicht schön aus. Und von daher hätte ich mir da lieber gewünscht, dass es halt weiterhin optional gewesen wäre und dadurch das Bild sich halt verkleinert. Aber vielleicht kann man das ja noch irgendwie wieder machen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Bugs findet, wenn ihr Verbesserungsvorschläge für dieses Update habt, wenn euch einfach irgendwas aufgefallen ist, dann geht ins Forum, forum.herozerogame.com. Und schreibt es den Verantwortlichen einfach in dem Forum-Post und dann kann das geändert werden und da werdet ihr auch gehört, sage ich mal. What the fuck? What the fuck? Was ist das für ein Logo hier? Ich dachte ja schon, Alter, also Kraft und Intuition haben sie jetzt nicht übelst verändert, aber das Gehirn, das sieht ja schon ein bisschen strange aus, meiner Meinung nach. Aber nun gut. So, Mission müsste vorbei sein. Easy gewonnen haben wir die. Machen wir einfach mal die hier. So, Sondereinsätze habe ich gestern durchgewuppt. Hab ich gestern noch, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, einfach mal alle durchgenommen, damit ich hier in 4 Tagen wieder neuen Stuff bekomme. Den, was wird hier programmiert? Den habe ich noch gar nicht gehabt, also noch gar nicht durchgespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt noch ein Video gemacht habe oder ob ich den noch gar nicht als Special Sondereinsatzvideo aufgenommen habe. Wenn ihr da noch mal was sehen wollt, wo ich den durchnehme mit allem Vorlesen und blablablub, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr das wollt, Hashtag Sondereinsatz und dann werde ich das demnächst für euch natürlich gern noch nachholen. Die Booster wurden auch ein wenig verändert. War das schon immer hier so ein Was soll das sein? Sieht aus wie so ein Schokokuchen, so ein normaler Kuchen mit Schokodecke. Das wurde auch ein bisschen verändert, meiner Meinung nach. Blitz, Light und irgendeine Zombie-Hand oder so. Was soll das sein? Oder ein Rentier? Oder ein Hirsch? Ja, also ich finde es okay. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als ich finde es okay. Hier haben sie auch nicht viel geändert. Na okay, es gibt jetzt hier Heldenverstecke noch dazu. 11% Ausbau, Ruhm, keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Mr. Shinsen ist natürlich auch am Start und erklimmt hier die Heldenverstecke-Rangliste. Wie gesagt, schauen wir gleich noch rein. Und ja, what? Ich bin der Erste. Wow, in der Liga. Lalalala. Okay, die Medaillen haben sie jetzt. Die waren da, waren die davor schon? Die waren doch oh, so wie die, ne? Haben jetzt zwei verschiedene, glaube ich. Das war, glaube ich, davor noch nicht. Hier sind goldene für die Einzelspieler sozusagen. Und hier sind die silbernen für das Team. Ja, also man kann sich rumstreiten, wie man möchte. Ich finde dieses Update gelungen. Ich werde auch auf jeden Fall, ich glaube heute nicht mehr, weil es ziemlich spät geworden ist. Sorry dafür übrigens nochmal, dass das Video so spät kommt und ihr euch vielleicht der ein oder andere sicherlich schon darauf gefreut hat. Aber ich musste halt noch private Dinge erledigen und bin erst, ich glaube, 9:30 oder so nach Hause gekommen und dachte mir so, oh, ich muss jetzt unbedingt mal spielen und hab's dann auch gemacht und dann nehme ich es halt direkt für euch auf und hoffe, dass es okay geht, wenn das Video halt erst kurz nach 0 Uhr, glaube ich, online geht. Ich muss noch schneiden und so. Das dauert halt seine gewisse Zeit. So, zum Ende hin dieses Videos möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal kurz in die Heldenverstecke reingehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ich nochmal ein komplettes nicht Tutorial, aber Workaround zu den Heldenverstecken machen soll, weil das Video geht jetzt schon 14 Minuten und das würde dann den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt nochmal am Ende des Videos so einen kompletten Workaround zu dem Heldenversteck machen würde. Vor allem, weil ich ja selbst noch nicht weiß, wie alles funktioniert und so. Ich würde mich jetzt vielleicht ein, 2 Tage hinsetzen und das Heldenversteck so ein bisschen ausprobieren, was da so los ist, wie das so funktioniert und alles Mögliche und dann vielleicht auf einem anderen Server nochmal für euch ein Ja, wie soll ich sagen? Workaround halt. Was ist ein Heldenversteck und wie funktioniert das und so? Keine Ahnung. Wenn ihr das wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare Hashtag Heldenversteck und ich weiß Bescheid und werde euch ein Video zu, also ein separates Video zum Heldenversteck bringen. Aber jetzt erstmal für den Anfang, beziehungsweise für das Ende des Videos und für den Anfang des Heldenverstecks. Herzlich willkommen in deinem persönlichen, erweiterbaren und vor allem streng geheimen Heldenversteck.
Das Heldenversteck bietet dir eine Menge Möglichkeiten, um noch aktiver in das Heldenbusiness einzusteigen. Erweitere dein Heldenversteck um zusätzliche Räume. Sammle Ressourcen, Münzen und Erfahrungspunkte und messe dich mit anderen Helden. Klicke hier, um einen Raum zu platzieren. Also, es gibt 2, 4, 5, 10 Räume. Hier kann ich einen Raum hinzufügen. Versteckzentrale. Ein Superkleber, 2 Zeronit, 1 Minute. Dann bauen wir den mal. Bewege die Versteckzentrale an die Stelle, an der du sie platzieren möchtest und beginne den Bau. Ach so, das ist dann gleich mal hier. Wow, sind gleich mal mehrere Räume, oder was? Ich würde sagen, den packen wir mal in die Mitte. Mit Donuts kannst du die Wartezeit für Aktionen verkürzen. Probier es aus. Das erste Verkürzen ist kostenlos. Sofort. Unsere Arbeitsroboter treiben den Bau schon fleißig voran. Falls dir das zu lange dauert, gegen ein paar Donuts kannst du den Bau sofort abschließen. Sammelt Münzen, Superkleberlager, Zeronitlager. Okay. In deiner Versteckzentrale sammelst du durchgehend Münzen. Klicke hier, um sie abzuholen. 99.000 Münzen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Du kannst einen Raum auch ausbauen. Klicke dazu hier. Hier kannst du einen Raum ausbauen, damit erhöhst du nicht nur seine Stufe, sondern verbessert auch seinen Effekt. 10% mehr Münzen als in der Stufe 1. Das Superkleberlager wird erhöht und das Zeronitlager wird erhöht. Kosten 2 Superkleber und 5 Zeronit. Wo sehe ich denn, wie viel ich davon habe? Ach, hier oben. 7 Superkleber und 3 Zeronit. Zeronit brauchst du, also das sind so die Ressourcen, die man für dieses komplette Heldenversteck hier braucht. Zeronit brauchst du, um neue Räume zu bauen oder bestehende Räume auszubauen. Hier im Lager ist dein Zeronit sicher vor Angriffen geschützt. Und Superkleber brauchst du, um neue Räume zu bauen oder bestehende Räume auszubauen. Also genau das Gleiche. Hier im Lager ist dein Superkleber sicher vor Angriffen geschützt. Okay, also im Endeffekt beides das Gleiche, nur dass man halt beides braucht, um hier das ausbauen zu können. Ja, jetzt kann man natürlich, wie bei einer Mission auch, mit einem Donut diese Wartezeit verkürzen. Ich gehe dabei mal kurz auf meine Mission und mache nochmal, eine schwere Mission. Die sah aber auch nice aus, das Rot, das ist so richtig herausstechend und schön. Also, ich weiß nicht, wie man dieses Update abgrundtief hassen kann. Natürlich, es gibt einige Bugs, es gibt einiges, was mir auch nicht so hundertprozentig gefällt. Aber wir wollen doch immer, wir haben doch immer gesagt, bitte, Playata, macht was, keine Ahnung, versucht irgendwie uns bei Laune zu halten und so. Jetzt bringen die so ein komplettes Grafik-Update. Bring ein komplett neues Feature und es wird trotzdem nur rumgeflamed. Ich kann sowas einfach nicht verstehen. So, jetzt will er, dass ich hier eine Zeronit-Mine baue. Nun gut. Dann baue ich halt, wenn du möchtest, kannst du die Wartezeit mit Donuts vergrößern oder du wartest, bis der Bau abgeschlossen ist. Ich warte einfach die Minute. Okay, also jetzt kann man hier Zeronitmine bauen, dann kann man hier sicherlich noch Superkleber-Manufaktur, wo man Superkleber sammelt und so weiter und so fort, Verteidigungsstellung, bla bla bla. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich ein umfangreiches Video hier zu dem Heldenversteck mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mich die nächsten Tage drum kümmern. Und ansonsten wird demnächst einfach wieder ein Video kommen, so spontan, wie es demnächst so immer sein wird. Wie gesagt, regelmäßig werde ich von Server 5 jetzt keine Videos mehr bringen. Das wird dann erst auf Server 14 der Fall sein. Aber dieses Video heute hatte ich euch versprochen. Es kam das neue Update. Ich will das neue Update testen. Ich werde wahrscheinlich auch diese Woche noch mindestens ein Video bringen. Keine Sorge. Aber ich werde mich nicht festlegen, wann das sein wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt das, beziehungsweise ihr feiert das neue Update genauso wie ich. Und seid nicht solche Raumeinlagern. Du hast nicht genügend Superkleber. Ich habe nicht genügend Superkleber. Und seid nicht solche Miesepeter wie die Leute, die da im Forum so unterwegs sind. Ne? Gib der Sache mal noch ein bisschen Zeit und dann wird das alles. Wir schauen nochmal kurz bei Heldenthene. Ein von einem Raum gebaut. 100 Superkleber. Ja, na easy going. Kann ich doch hier eigentlich... Achso. Also man kann nur ein was gleichzeitig bauen. Okay. So viel dazu. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne in eure Kommentare, beziehungsweise in die Kommentare unter diesem Video, wie es euch gefallen hat, wie euch das neue Update gefällt, eure Meinung zu allem Möglichen. Ich lese mir das super gern durch. Und ja, lasst auch gerne einen Daumen da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Video. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst. Euer Schlüpper Stürmer.